Also fangen wir nochmal an. Ihr wisst ja, wir sind Haseltopfer-Duo, oder? Ja, gleich. Mit der Hasenjagd ist gerade nichts los. Darum steigen wir um auf Rotwild. Da geht's allen was zum Jagen. Und über Fantasie, die kann das bestimmt sich einbilden, das ist unser Hochstand, gell? Die Kanzel ist das. Die Kanzel. Es ist ein ganz günstiger Standort. Wir haben auf der Theterstrasse bis unten anfahren können. Sind da ein paar Hirsch dabei? Hirsch? Und eigentlich auch ein paar Mutler. Und einige Schmaltiere. Die Jagd kann beginnen. Hättet ihr eigentlich mitgekriegt, wo heuer im Januar auf dem Wertstoffhof plötzlich am Nachmittag ein Hirsch vorbei ist? Habt ihr das gewusst, oder? Das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich wahr. Ist das echt wahr? Ja, das ist echt wahr. Die sind vielleicht verschrocken und die haben sich gleich hinter den Container verschanzt. War der angriffslustig? Ja, so? Der war angriffslustig, der hat da gerät. Ja, Knolle Tone wollte mit dem Bass Echo blasen, aber er hat ihn an dem Tag mit dabei gehabt. Ja, das war ein ganz intelligenter Hirsch. Ein ganz intelligenter. Der ist nämlich sofort an den Glascontainer und hat an einer Flasche Jägermeister geschnuppert. Oder vielleicht war es der Hirschkuss. Ein Hirschkuss, ja, könnte so ungefähr sein. Auf alle Fall ist er nachher gleich weiter. Keilhauers Brigitte, die wollte gerade entsorgen, die hat da schier niedergesprungen. Dann ist er Richtung Raiffeisen, da hat er schon mal geschaut, was Kraftfutter kostet. Und dann ist er so links rum zum Sumpf Otto Huber-Hamer schmitten und dann wieder ab ins Revier. Und stellt euch vor, jetzt wird überlegt, ob das da draussen der neue Jagdbogen wird. Ja, mei, es gibt ja auch immer weniger Wild. Nachher, weil sie alles abschießen, wächst dann ein Weißtanner, gell? Da tät doch der Wertstoffhof als Wildgatter gut ausreichen. Der Ambros und Inge wären dann Jagdaufseher. Ja. Dann ihre orangen Westler, die werden austauscht gegen dunkelgrüne. Das will die so verschrickt. Und das ist ja ist doch jetzt ein Lied wert, gell? Der Ambros ging zum Schaffen, es ist noch lang, lang her, zu seiner Pappendeckel. Und sagt, ihr waret schwer. Da hörte er ein Röhren, ein Hirsch, der kam vorbei. Und drum soll diese Melodie der Wertstoffjodler sein. Und zitterte vor Angst. Sie rief deshalb zum Ambros: Lueg zu, dass du ihn fangst. Der Donner und die andere, sie kamen ums Eck gleich. Und drum soll diese Melodie der Werkstoffjodler sein. Sie wollte ihren Müll beim Wertstoffhof entsorgen, ging übers Feld ganz still. Der Hirsch hat sie gewittert und rein.
sie zu. Doch sie rief ihm entgegen, ach, lass mir doch mei Ruhe. Jetzt müsst ihr mitdenken. Wir sind nämlich ganz fertig geworden mit dem Geschichtl. Ist eben voll der Gartensack? Kippst ihn in die Grünmulde beim ausrangierten Einkaufstäscher. Grün und braun und weiße alter Fernsehbiegeleiser. Kannst in eine Gitterbox rein. Von deinem Schatz verwelkte Rosa. Altholz, Bauschutz, Plastik. Alles springt und alles rennt. Denn bei Eis wird streng gehen. Und es weiß doch jedes Kind, wie wichtig Wertstoffhöfer sind. Ende der Geschichte. In der Hinter ist recht. Da hat doch glatt ein spätberufener Fastlandwirt einen vermeintlichen Eunuchen auftrieben. Der hat unter 100 vierbeinige Mädels, sprich Schumper, hat er eine Sexparty veranstaltet. Aber nur in der Nacht, dass es der Hirt sieht. Seine Operationsnarbe ist scheinbar aufplatzt. So konnten sich seine Triebe voll entfalten. Es gab kein Halten. Er hatte einen schönen Sommer, machte den Bauern Kummer. Von den 100 Rinder kriegt manche Kinder im Sommer und im Winter. Stimmt der Zug, stieg der Ochs auf die Kuh. Oh, Lille, immer zu stieg der Ochs auf die Kuh. In dieser Alp-Idylle braucht der Hirt a Brille, denn unterm Strofergipfel gibt's Ochsenscheins mit Zipfel. Bauretiert und klagen, Versicherung tut sagen, passet auf, wer da steigt auf Turn auf. Oh, Lidle, oh, Lidle, oh, Lidle, immer zu stieg der Ochs auf die Kuh. Soll nimm passieren heuer, denn Vaterschaft ist teuer. Du Ochse kontrolliere, dann kann es nimm passieren. Oh, Lidle, oh, Lidle, oh, Lidle, oh, Lidle, immer so stieg der Ochs auf die Kuh. Juhu! Wo? Da, hinter. Dahinter? Auf der Buckeldober. Südlich? Ja, südlich. Ja, ja. Bei der Biegel dahinter. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie schön. So schön grün. Ja. Wunderbar. Ja.
ist auch schön am Winter. Auf der Alp war Dumma, ist ein herrliches Leben. Auf der Alp war Dumma, ist ein schön. Kaschaluja, Hitte und ein roter Kuchen. Leben dort der blaue Kuchen. Speck und Käse schneiden, Zimmler dicke Scheibe, dass so niemand mehr an Hunger spürt. Jolla du, jolla du. Seine Schuppe gestreichelt, dass so manche Frau kleine die schwirrt. Seht von mir auf Stelle Zerdona. Alles war so herzlich, das hat ihm nicht gefallen. Er war halt ein Stück Kalamar. Finanzfressenden Gutachten liegen ihm und der Bevölkerung schwer im Magen. So
sogar unsere Hochwürden hat letztens in der Obermess für den Dr. Jele und seine Assistenten um eine göttliche Eingebung gebeten. Wieso Dr. Jele? Dr. Jele? Dr. Jele? Da steht es doch. Ja, Dr. Jele. Ah, nein, das heisst ja Dr. Jele. Also nix ist mit Doktor, gell? Unser Rat wäre zu dem schwerkranken Patienten, behandelt den Patienten mit einfachen Hausmitteln. Wenn man den Professor holt, wird es alle recht teuer. Das können wir uns nicht leisten. Verpasst dem Engel doch endlich einmal einen stabilen Fliegel. Da so links raus Richtung Maibaum. Er muss ja so ganz groß sein, dass er gleich abhebt. Aber wir haben ja gehört, er kriegt demnächst von 25 Architekten einen Krankenbesuch. Ob das gut geht? Warten wir es ab. Warten wir es ab, ja genau. Lassen wir wieder ein bisschen schauen. Was siehst du da drinnen? Da drinnen? Ja, da drinnen. Ein ganzer Berg voll Heizkörper. Ein ganzer Berg, ja. Ein ganzer Berg voll Heizkörper. Siehst du? Ja, ich sehe sie. Ich habe sie schon gesehen. Weil da drinnen, da an der Wand. Ja, ja, da gehen wir sie. Ja. Man hätte doch gleich ein ganzes Haus kaufen müssen. Gibt es schon die neue Saalheizung? Ja, ich weiß nicht, hab ich dir schon hergerichtet als neue Saalheizung. Ah, man hätte doch ja ein ganz Haus kaufen brauchen, dass man einen gebrauchten Heizkörper nachkommt. Nein. Das hätte sie gehört. Ja, mein, jetzt wird wahrscheinlich einmal etwas anpacken. Wir wollen nicht verzagen. Wo ein Wille, da ein Weg. Schupfte Nudler, saure Kutler, Dose, Kirchler, Flädle, Suppe, Krapfe, an saure Käse, an Bierli, Kerisch, Geidres. Schupfte Nudler, saure Kutler, Fuchse, Kirchler, Flädle, Suppe, Krapfe, an saure Käse, an Bierli, Kerisch, Geidres. Und mir sagt, Hans bleibt da, du weißt jetzt, wie der Hase läuft. Hans bleibt da, oh, was passiert das sein? Los! Hans bleibt da, du weißt jetzt, wie der Hase läuft. Hans bleibt da, und was macht's, wer das säuft? Gut, natürlich. Wir vom Bock, das haut ein von der Sock. Sieben Bockbier schenken sie grad ein. Sieben Bockbier müssen das schon sein. Sieben Bockbier findet mancher gut. Und beim Achten lupft es nach der Hut. Sieben Bockbier schenken sie grad ein. Sieben Bockbier müssen das schon sein. Sieben Bockbier findet mancher gut. Und bei Machte lupft es nach der Hut. Jetzt müssen wir wieder schauen. Jetzt müssen wir nachgucken. Thank you.
du? Siehst du was? Ja, ich sehe es. Du siehst es. Warte, wie geht's denn an? Wir wissen, dass er da sitzt, der Bräu von diesem Bier. Wir haben Bock bestellt, doch es ist noch keines hier. Und seit ewiger Zeit bleiben wir zwei hier auf Bockbier. Bockbier! Wo ist denn das Bockbier? Schweißfies, dir tut dann nimmer stinken und seit ewiger Zeit trinket Leid ganz gern a Bockbier. Bockbier, wo ist denn das Bockbier? Mit der na kleine Weize voll Bockbierlikör, dort hat's dir Frau a Reize, es ist ein Charmeur und obertet der Schaum, der schmeckt so gut nach Bockbier. Bockbier, wo ist denn das Bockbier? Wir zwei hören auf und trinken. Trunken ist der Hals, drum wollen wir euch trinken. Und wir hoffen, ihr bleibt noch da beim Bockbier. Bockbier! Prost! Es war vielleicht nicht mehr so eine übliche Menge etwas zum Essen. Ich hoffe, euch hat es geschmeckt. Und nächstes Mal werden wir noch besser sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Prost!
liegt im Bockbier sehr viel Kraft, denn es ist ein wirkungsverdichteter Gerstensaft. Hat ein Klosterbruder, weil er Fastenzeit überleben, hat er müssen seinem Körper halt ein starkes Bier geben. Ein Klosterbruder, der lebt im Zölibat, was ja auch einen Vorteil hat. Denn ein Mann, der lebt ohne Frau, der kann auch eine eigene Meinung haben. Durchschnitt, so wird verzählt, ist auch Mami und Frau aber schon besser gestellt. Also bei der Diözese nochmal nur Fahrerhand, wird auch gemacht, ein Fahrerverband. Aber IB, das ist der Glaube von heute, weil es da IB 10 Gebote geht. Darum kann ich es auch riskieren, dies und jenes zum Kommentieren. Aber als Einstieg nehmen wir nochmal einen Schluck zum Wohl mit Pater Nebenbuch. Bei der älteren Generation, da geht es noch, aber die Jungen, die haben da ein erhöhtes Risiko. Denn wenn man den ganzen Tag den Kopf zum Smartphone senkt, was sich beim Trinken das Knack verrenkt. Womöglich tut es noch mal so weit, dass Bock mir wieder Ehl oder Schnabeltasse geht. Jahrweise hat man den Diesel-Pkw als umweltfreundlich propagiert, jetzt mal wird er als umweltschädlich kritisiert. Alle Autos verursachen Feinstaub und CO2, bloß der Diesel soll nur mal in Großstadt nehmen. Aber wenn das Verbot auch so lange dauert, wird baut wie PKW, dann geht es bis dahin nicht an Diesel-PKW mehr. Wer eine Software hat vom VW, der kann ich trinken ein wenig mehr. Dass man keinen Umsatz und Gewinn verliert, wird kräftig manipuliert. Von der Wirtschaftsbosse, da steigen Gehälter uferlos. Für das, dass sie sind alles gruppenlos. Eine Abfindung für 13 Monate Vorstandsposten, der von da 12 Millionen Euro kostet. Gespart wird noch ein kleiner Mann und jammert, dass man höchstens den Mindestlohn zahlen kann. Dass mit der Fußball-Weltmeisterschaft was wird, hat der Beckenbauer Millionen kassiert. Schmiergeld, das kann gar nicht hoch noch sein und geht selbstverständlich am Finanzamt vorbei. So ist es halt bei unserem Land. Dass die einen zu wenig und die anderen zu viel auf dem Konto haben. Von der Politik braucht man auch keine Lösung erwarten, weil die dann bloß mit Skandalen aufwarten. Wenn man wieder einen Einfluss erlangen, dann muss man Stimme fangen. Da machen sie noch die altbekannte Spree, auch wenn sie es einhalten können, nie. Am besten liegen die im Trend, wo kein Flüchtling in unser Land laufen. Für Verbrecher und Fanatiker wird die Einreise freilich verboten, denn wir haben ja selbst schon nur Chaoten. Türke dürfen bei uns öffentlich für ihren Diktator werben, daheim müssen Bürger für andere Meinung sterben. Aber wer mit seinem blöden Geschwätz die Leute begeistern kann, der wird der 45. Präsident von Amerika. Gleich hin, kann man meistens aus der gleichen Stunde. Der fühlt sich auf, als wäre er James Bond, der ist ja auch schon 70 Jahre und blond. Der Trump, der ist blond wie Heidi Klum. Sein Quetz ist kein Witz, weil der ist so dumm. Also erzählt mir, TTIP sei so toll, der Clown schwätzt für 35% Autozoll. Aber was der kann, das kennen wir auch. Wir brauchen bloß nur mal zu McDonalds gehen. Kaum ist der ein paar Tage im Amt, dann geht der Krieg mit den Medien bekannt. Die Medien, die haben die Macht in der Hand und beeinflussen, wer was wird im Land. Ein paar Amerikaner finden den Trump seine Politik okay. Bei uns ist so zuständig der AfD. Die finden die Braunfarbe super geil.
Dann begrüßen Sie Ihr Chefin auch mit Petri Heil. Für Ihre Parteiversammlungen, da lassen Sie keine Medien zu, dann können Sie das auch problemlos tun. Bei der Umfrage ein paar Prozentpunkte mehr kriegt zurzeit die SPD. Die SPD will eigentlich die Partei des kleinen Mannes sein, aber ihre Mandatsträger, Schuldreform, Skandal in anderen Reihen. Die tut sich Partei intern quälen, darum müssen sie laufen neue Vorsitzende wählen. Die Grünen in unserem Nachbarland, aber auch OB und der Ministerpräsident der Hand. Der Hofreiter Toner, der hat Händel mit dem Friseur. Und Fenster am Stuttgart wäre jetzt auch Idee. Die zwei schwarzen Schwestern haben gerade Zoff miteinander, weil sie in der Pflichtlingsfrage verschiedene Meinungen haben. Das zehnte Name sollte Verpflichtung sein, dass man den Streit stellt endlich ein. Die Angela, die wird inzwischen blass, wenn sie sagt, wir schaffen das. Die Politiker erfolglos tagen, dann müssen sie das Volk befragen. Was da rauskommt für ein Scheiß, liefert der Brexit als Beweis. Wer Entscheidungen zu treffen hat, der soll wissen, um was da geht. Mit Fake News kann man jeden Tag aber so ein Dorf nachtreiben. Irgendetwas Negatives wird schon hängen bleiben. Mit Facebook, Twitter und WhatsApp kann man jederzeit machen zum Depp. Alle mehr Politiker reisen auf der Tour, obwohl das verbrecherisch ist pur. Es wird behauptet, Deutschland sei der Deutsche kehren, aber im Radio kannst du kaum noch deutsche Lieder hören. Wir werden zwar nicht so viel Flüchtlinge bei unserem Land, aber die Deutschen brauchen wir jetzt für unser Land. Wenn man sich alles leisten kann, dann gut nutzt die Haltung als Beute dran. Wegen Sport und Urlaub juckt der Klimawandel kein Alter so. Aber eine Kuh, die ist auch kein Fußmelo. Vielleicht auch noch mal Veganer und Vegetarier das Gras von der Bergrau fressen. Aber dann kann man die Viehscheibe wieder in der zweiten Hau vergessen. Ein Secondhand-Vegetarier, der kann man genussvoll essen. Weil der lässt sich erst und zuerst von der Viecher fressen. Für Leute, die sich ernähren bloß mit Salat, ist das Bockbier eigentlich fast schade. So, der Vegetarier, wenn noch zum Sagen, ich vermute, die sind bloß voll zum Jagen. Bei uns, da will man mehr alle Zwiebel. Egal ob ein Wolf oder ein Biber, die sich alles ganz gut geht, solange jemand anderer den Schaden hat. Ein Jäger, der muss auf schon sein achten, aber der Wolf, der tut auch hochtragende Tiere schlachten. Für jede Baumfällung braucht man bald eine Genehmigung, aber der Biber, der nagelt ungefragt alles um. Man kann zwar Massentierhaltung nicht definieren, aber man tut dagegen demonstrieren. Es wird protestiert gegen Nutztierhaltung in Masse, ist aber geizteil an der Discounterkasse. Beim Haustier, das vermenschlicht wird, niemand ein schlechtes Gewissen kriegt. In der Nutztierhaltung sei der Medikamenteinsatz zu hoch, dabei ist er nachweislich höher bei Hund, Katz und Co. Inzwischen reitet das Umweltministerium mit Reimen auf der Bauern rum. 1,5 Millionen Euro wird ausgegeben für die Hetze. Da kriegst du fast die Grätze. Als Umweltministerin kannst du so viel Geld investieren, bloß zum Wort- und Plakatmüll produzieren. Beim Tierschutz weiß jeder, was willst du denn tun. Bei den Menschen, da macht man die Augen zu. Kommt der Patient nicht rein, ist das Krankenhaus zu klein. Kann die werdende Mutter nicht entbinden, war keine Hebamme zu finden. Große Bauern seien ein Problem, aber die Kleinen werden vernichtet, müsst ihr schämen. Viel schwätzen, aber nichts kapieren. Sollen Leute und Essen Berlin regieren.
Bei der Bauern mitschwätzen, wenn er das noch mehr. Und im Fernsehen geht es keinen Tag ohne Tatort mehr. Beim Mensch, da muss Mord und Totschlag schon was Besonderes sein, weil alte Leute den extrem in die Kiste nehmen. Millionen Menschen schauen das Dschungelcamp an. Das ist bloß mit einem IQ mit einem Null vor dem Komma machen kann. Will der Bauer nicht jeden sterben, muss er sich bei RTL bewerben. Da wird er nach Renka Bause eingeladen zur Bauersause. Der Paarungswille, das ist Natur. Egal, ist das Alter oder die Figur. Entschieden wird auf dem Wärmekuppelfest, wer eingeladen wird zum Wochentest. Zum Tour hat es nichts mit der Realität. Auf der Einschaltquote ist das, was zählt. Ein Geld kann man auch noch gewinnen am Telefon. Aber die Frage entspricht dem Zuschauerniveau. Jahrweise kommt der Dieter Bohlen Superstar. Und dieser Mann hat nicht wahr. Jetzt auch. Ein Parkdorf neben dem Gründersee. Mann, ein schnelles Internet wäre schön. Weil jeder am aller pressiert, ist gemeint und am Glasfaserkabel interessiert. Will man immer online sein, dann muss ein Kabel in den Boden rein. Weil jeder gemeint sich richtig freut, wenn es wieder eine Maßnahme an den Zuschuss geht. Das Kabel muss 2016 noch rein, weil sonst ist der Zuschuss vorbei. Das Projekt wird europaweit ausgeschrieben. Dabei ist eine osteuropäische Firma übrig geblieben. Was in so einem Fall automatisch passiert, das Chaos ist schon vorprogrammiert. Backrad wird auf Teufel kommen raus, auch wenn sich niemand kennt recht aus. Auch ohne Deutschkenntnisse kennt man kapieren, dass ein Bauer muss täglich seinen Müll vom Hof transportieren. Aber weil das der Tiefbaufirma war, ich zum Erklären, hat der Bauer müssen den Müll ins Schellen erlehren. Der Telekom ist das egal, Hauptsache wir sind global. Macht mit heutzutage alles nach dem billigsten Preis, auch wenn dabei rauskommt, bloß ein Murks. Der Agrarschwätzer und der bayerische FW ist inzwischen zu Wort auch kein Bauer oben an mehr. Darum ist es auch gelungen, seine Wälder vorne wie Nächte zum Dummen. Aber ist gut, dass noch Leute in der Nähe bald noch geht, sonst hätte ich gar nichts zu erzählen. Für alle, die haben mit der normalen Milch ihre Not, hat Molke Fessler eine Bergbauermilch im Angebot. Ich habe alle denkt, der Bergbauer sei ein Mann und darum nicht wissen, was man den auch melken kann. Ich habe jetzt verzeiht nur, darum gebe ich jetzt auch eine Ruhe. Danke möchte ich euch allen miteinander, dass ihr mir lieber auch zugelassen habt. Bleibt gesund und lasst nicht lang, es grüßt euch Pater Nebemunk. Lieber voll Honka, wie leer Futka.